Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV. Mein Name ist Maverick Berlin und jetzt gibt es meine persönliche Prognose zum 7. Bundesligaspiel. Ja? Die ersten sehr wichtigen Infos in der Videobeschreibung. Mein TikTok-Account, Twitter-Account, Instagram-Account. Ja? Für alle, die hier den Onkel neu verfolgen, ja? Gönnt euch und folgt mir auf den Accounts. Ja? Demnächst fange ich eine neue Videoserie an. Eine sehr, sehr wichtige für mich, da wird sehr viel Arbeit drin stecken. Und zwar gehe ich in die Stadion-Vlogs rein, Freunde. Ja? Näheres erfährt ihr bald. Nähere Infos zum welchen Spiel es gehen wird. Als Debüt-Vlog, ja, für den Debüt-Vlog. Und wie es dann sich weiterentwickelt mit den Stadion-Vlogs. Und ich bin immer auf Twitter aktiv. Also wer Twitter-Account hat, ja, folgt mir auf Twitter. Dort können wir uns ein bisschen unterhalten, austauschen, ja, wenn ich Spiele schaue oder gewisse Informationen habe. Die poste ich meistens bei Twitter. Auf Insta in den Stories auch immer wieder neue Infos. Deswegen ab auf den Instagram-Account auch. Und TikTok werde ich sehr oft nutzen, wenn die Stadion-Vlog-Reihe beginnt. Deswegen auch sehr, sehr wichtig. Alle drei Accounts verlinkt habt ihr unten in der Videobeschreibung. Gönnt euch. Gönnt euch Abo vom Onkel gratis und seid immer auf dem Laufenden. Ja? Ansonsten kurz und knapp. Ich heute die 9 Partien zum 7. Spieltag und wir legen mit der heutigen Freitagsbegegnung los. Mainz gegen Hertha. Und hier ist Mainz klarer Favorit bei den Buchmachern. Ich muss aber sagen, die Hertha hat sich ein bisschen gefangen. Ja? Haben auswärts in Augsburg mit 2-0 gewonnen. Dann haben sie einen Punkt ergattert zu Hause gegen Leverkusen. Die sind zwar momentan sehr schwach, aber ist halt immerhin Leverkusen. Ja? Also 4 Punkte in den letzten 2 Spielen und im Endeffekt, wer ist jetzt wirklich Mainz? Ne? Die haben 6-9 Tore, ja? Auch schon 2 Niederlagen in 6 Spielen kassiert, ja? Und hier denke ich, kann man mal auf den Außenseiter gehen. Für mich ist es eine 50-50 Partie. Ich sage X2, Hertha verliert nicht in Mainz, ja? Und ich gehe hier sogar von einem Herthaner Auswärtssieg aus. Ich sage, die Hertha wird das dritte Spiel in Folge nicht verlieren und fangen sich ein bisschen, denn Mainz ist auf jeden Fall schlagbar. Ja, wenn man da gut ins Spiel kommt und vielleicht in Führung geht, ist da viel möglich. Ja, für mich eine über 2,5 Partie mit einer 1,65er. X2 ist eine 2,10er Quote. Sehr lukrativ. Ja, und auf Auswärtssieg Hertha gibt es eine 5er Quote, Freunde. Und man muss hier auch bedenken, Mainz hat 3-0 gegen Leverkusen verloren und 4-1 gegen Hoffenheim verloren. Ja, also die 2 Niederlagen, die hatten es in sich. Ja, so stabil sind die Mainzer nicht. Dann sind wir bei den Samstagsduellen und da geht es mit dem Revierderby los, Freunde. Dortmund gegen Schalke, da haben wir noch alle das 4-4 im Kopf. Ne? Jetzt ist es eine etwas andere Situation. Die Schalker nach über einem Jahr und einem ganzen Jahr in der zweiten Liga endlich einen Sieg errungen gegen Bochum. Naja, gegen Bochum zu Hause muss man gewinnen, wenn man davon träumt, in der Liga zu bleiben. 13 Gegentore kassiert. Dortmund hat sich eigentlich gut geschlagen in Manchester. Ne? Haben das Spiel lange offen gehalten. Am Ende passiert das, was eigentlich klar war. Ansonsten 4-0-2 in der Liga. Und das ist hier eine klare Kiste. Das ist ein Derby, wo ich sage, ja, da sind schon Welten dazwischen. Schalke hat in Dortmund hier keine Chance für mich. Ich würde sagen, ansonsten ein ganz klares 3-0, dass die Dortmunder die Schalker hier auseinandernehmen. Aber da es ein Derby ist und Dortmund in der Woche dieses schwere Spiel in Manchester hatte, sage ich, wird es ein 4-1 und die Schalker werden ein Erfolgserlebnis feiern, indem sie ein Tor auswärts gegen Dortmund erzielen. Für mich eine ganz klare 1,35 und auch das 0,1 Handicap 1 mit einer 1,80er kann man hier anspielen. Dann sind wir bei Leverkusen gegen Bremen und sieh an, Leverkusen schlägt einfach Atletico Madrid mit einem 2-0 zu Hause und 1,14 in der Liga, die gehören nicht dahin, das weiß jeder, ne? Aber patzen halt immer wieder.
Jetzt haben sie das 2-0 gegen Atletico zu Hause gepackt und ich denke, jetzt kommt ein bisschen der Turnaround. Habe ich schon gedacht, der kommt früher, aber der wird gegen Bremen kommen, denn die Bremer sind zu gut gestartet und jetzt kommen ein paar Niederlagen dazu. Ne? Für mich ein 3-1 Leverkusener Sieg gegen die Bremer ist eine 1,60er Quote auf Sieg Leverkusen. Augsburg-Bayern, und hier muss man eins bedenken, die Bayern, ja, dreimal X hintereinander in der Bundesliga. Und auch jetzt gegen Barcelona hätte man eigentlich mit drei Treffern hinten liegen können in der ersten Halbzeit. So stabil war es hinten nicht. Und Augsburg hat schon mal gezeigt, das ist gar nicht mehr so lange her, wo sie die Bayern mit 2-1 zu Hause besiegt haben. Ne? Und die sind 2-0-4. Natürlich gehören sie zu den Kandidaten, die um den Abstieg mit in den Abstiegskampf eingreifen werden und um den Verbleib kämpfen werden. Aber zu Hause, ne, auf bayerischem Boden gegen Bayern ist es halt immer so ein Spiel. Und ich denke, das wird ein schwieriges Spiel nach dem Barcelona-Spiel für die Bayern. Die werden das zwar gewinnen, aber knapp kämpfen. Ich sage 1-2, 2-1 Auswärtssieg für die Bayern. Wird eine knappe Kiste. So gesehen, das 3-0 Handicap 1, dass Augsburg nicht mehr als mit zwei Toren zu Hause verliert, ist eine 1,72er. Und meiner Meinung nach 4-0 Handicap 1, ne? Mit einer 1,32er, dass die Augsburger nicht 0-4, 1-5 zu Hause verlieren. Ne? Mit drei Toren kann Augsburg zu Hause verlieren und dann kriegt man eine 1,32 sehr lukrativ. Das sind so die Quoten, die ich hier empfehlen würde. Meiner Meinung nach auch beide treffen mit einer 1,75er. Dann sind wir bei Stuttgart gegen Frankfurt und ja, eigentlich die Frankfurter schon stabiler als die Stuttgarter. Ne? Die Stuttgarter sind 0-5-1, also in 6 Spielen haben sie noch kein Spiel gewonnen. Ne? Und die Frankfurter jetzt, sie an, ne? Die haben wirklich in Marseille jetzt gewonnen in der Champions League, 1-0, hätte ich niemals gedacht, Freunde. Und auch in der Liga, stabile Siege gegen Leipzig, 4-0 und 4-3 gegen Bremen. Ne? Und meiner Meinung nach ist das jetzt so ein 50-50-Ding und ich gehe auf die Frankfurter Seite. Ich sage, Frankfurt wird in Stuttgart mit 2-1 gewinnen, ist eine stabile Dreier-Auswärtsquote. Dann sind wir bei Gladbach gegen Leipzig und ja, Leipzig jetzt mit einem neuen Trainer, mit einem 3-0 Heimsieg gegen Dortmund gestartet. Jetzt natürlich in Madrid 2-0 verloren. Da hätte ich gedacht, kommt ein bisschen mehr, ne? Nach dem 3-0 Sieg gegen Dortmund. Aber ja, die Madrilenen doch ziemlich stark auch wieder in die Saison gestartet. Lauter Siege, ob La Liga oder Champions League, die machen dort weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Und Gladbach natürlich zu Hause auch sehr schwer zu spielen, da die Leipziger auswärts so eine Mogelpackung sind. Und ich sage, werden sich beide geben. Kann am Ende jeder gewinnen. Ich sage 1-1 Punkteteilung mit einer 3,80er Remis. Sonntagsbegegnungen, 3 stehen auf dem Tagesplan. Union gegen Wolfsburg. Ja, Union, ich habe euch gesagt, in der Prognose der Europa League, die schenken die europäischen Duelle wieder ab. Ne? Haben jetzt auch wieder in Braga verloren mit 1-0. In der Liga sind sie 4-2-0, Tabellenführer mit 13-4 Treffern. Und Wolfsburg, ja, ein Sieg in 6 Spielen, da hat Niko Kovac mehr Probleme als gedacht. Für mich ein klares Ding, Union wird mit 3-1 hier an der alten Fürsterei die Wölfe besiegen. Ist eine 2,0-Quote, also sehr hohe Heimsiegquote. Ne? Man kann auch ans Handicap denken, aber wenn man schon eine Zweier für einen normalen Sieg bekommt, ist das eine sehr stabile Quote für Union. Das wird ein Heimsieg. Dann sind wir, man muss hier auch bedenken, Wolfsburg hat ein Auswärtstor bis jetzt erzielt. Das darf man auch nicht vergessen. Wird sehr, sehr schwer an der alten Fürsterei dort was zu holen. Dann sind wir bei Bochum gegen Köln und die Bochumer jetzt mit 6 Niederlagen. Da muss man jetzt auch bedenken, ne? 7 Niederlagen, das ist ja schon langsam Tasmania-Rekordverdächtigt. Ne? 4-18 Treffern, da läuft ja gar nichts. Köln hat gegen Slowacko jetzt 2-0-Führung fast verspielt. 2-2 Ausgleich, dann doch 2-2. Und ich sage, jetzt erwarten die Kölner in Bochum aber schon eine Gegenwehr, wird ein sehr schwieriges Spiel. Und ich sage, Bochum muss langsam punkten. Und die müssen jetzt alles reinwerfen in dieses Spiel. Für mich 1x1-1 Punkteteilung. Die Bochumer erkämpfen sich den ersten Punkt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt mit 7 Niederlagen starten. Ja? 1x ist eine 1,70er Quote. Und die letzte Partie ist Hoffenheim gegen Freiburg. Sind in der Liga 3-0-0 zu Hause in der Bundesliga. Drei Heimsiege.
auswärts. Also auch noch kein Punkt verschenkt auswärts mit drei Auswärtssiegen und 8:2 Treffern. Und das wird kein Unentschieden, meiner Meinung nach. Jetzt haben die Freiburger auch in Griechenland gegen Olympiakos, die stabil sind, 3-0 gewonnen. Die sind sehr gut drauf. Und man muss sich hier für eine Seite jetzt entscheiden. Entweder kommt der vierte Heimsieg in Folge für die Hoffenheimer oder der vierte Auswärtssieg für die Freiburger. Und ich sage, die Hoffenheimer patzen. Und die Freiburger werden auswärts mit 3:1 gewinnen. Für mich sind die Freiburger stabiler als die Hoffenheimer. Und ich gehe vom Auswärtssieg der Freiburger gegen Hoffenheim aus. Ich sage, beide treffen mit einer 1,45er. X2 Freiburg verliert nicht gegen Hoffenheim, aber da es nicht unentschieden ausgehen wird, ist das für mich ein Auswärtssieg für die Freiburger mit einer stabilen 3-10er-Quote. Dankeschön für jeden Daumen hoch, vielen Dank. Checkt meine drei Accounts unten in der Videobeschreibung und folgt mir dort. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. In diesem Sinne, Peace out da und ratatatata macht die Geldzählmaschine. Yeah!